Jo Leute, willkommen zu einem weiteren Video von mir und heute zeige ich euch, wie ihr Minecraft-Designs machen könnt. Braucht auf jeden Fall ein paar Programme. Das erste wäre Cinema 4D, das könnt ihr einfach im Internet runterladen. Ich packe euch dazu mal einen Link in die Beschreibung. Ein Minecraft Lightroom, ich empfehle euch da den Lightroom vom Atmo Artworks, auch ein Link in der Beschreibung. Und ein Rig Pack, da habe ich hier das von Cookies, ist auch ganz geil, auch ein Link in der Beschreibung. Das erste, was ihr dann macht, ist auf den Lightroom klicken, wenn ihr es gedownloadet habt. Doppelklicken natürlich. So, dann startet das erstmal. Dann macht ihr das hier zu und dann habt ihr hier dieses Programm. Das sieht jetzt erstmal ziemlich kompliziert aus, aber es ist eigentlich gar nicht so kompliziert, wenn ihr halt nur die Standardsachen braucht. So, dann macht ihr das nochmal runter. Als nächstes braucht ihr das Rig Pack. Das sind alles zusätzliche Rigs, die ich mir gedownloadet habe, aber die sind, glaube ich, alle in diesem Rig Pack von Cookies drin. Dann seht ihr hier den Character Rig, den zieht ihr dann so hier unten rein und packt den halt hier in dieses Programm. Dann scheint da hier so ein Fenster mit so einem Skin. Da macht ihr auch Doppelklick drauf. Dann habt ihr jetzt hier erstmal den Skin. So, dann seht ihr hier oben dieses FMR 5.0. Klickt da drauf. Dann steht hier Skin. Dann könnt ihr hier, wenn ihr hier drauf klickt, erstmal den Skin ändern. Ich muss mal kurz schauen, wo ich einen habe. So, der hier ist ja eigentlich ganz nice. So, dann habt ihr jetzt hier euren Skin ausgewählt. Und ja, dann geht hier erstmal weiter runter. Aber ihr seht schon hier beim Skin, das ist mit den Augen irgendwie total hässlich. Und da könnt ihr hier so was mit den Augen und den halt mit dem Kopf also ein bisschen ändern. Wenn ihr das die Augen halt off macht, dann sieht das schon besser aus. Und ich mache bei diesem Skin auch die Eyebrows off, weil das sieht hier auch besser aus. Ihr könnt natürlich hier alles einstellen, wie ihr es halt am besten findet. Aber ich mache jetzt erstmal so. So, den Mund mache ich aber doch an. Ja, der ist auch an. Okay, als nächstes geht ja noch ein bisschen runter, dann steht der Head Second Layer, den würde ich auch immer anmachen, weil es sieht dann schon viel besser aus. Das wäre es mit den Augen total egal, weil dieser Skin hat hier so einen Balken vor, finde ich aber eigentlich ganz nice. So, hier das könnt ihr auch noch einstellen, aber ich glaube bei diesem Skin bringt das nicht, da muss halt beim Skin schon vorher eingestellt sein, ob der Bauch hier auch so einen Head Second Layer hat. Ist halt hier, ist es so eine zweite Schicht auf dem Kopf, aber das hat dieser Skin anscheinend nicht. So, wenn er noch weiter runter geht, erscheinen hier schon so Rüstungsteile, aber die würde ich auch nicht unbedingt machen, weil ich finde die nicht so nice und ich denke, die sehen eigentlich auch nicht so geil aus. So, hier unten habt ihr dann so Tools, also so Minecraft-Tools wie Schwerter, Bögen etc., die ihr halt an den Skin machen könnt, aber dafür kommen wir später. Hier unten ist dann auch nochmal Rüstung, aber das ist eigentlich alles unwichtig. So, wenn ihr dann so alles hier beim Skin selber eingestellt habt, geht ihr einmal auf den Skin, so, macht mal E. Dann seht ihr hier unten diesen Balken, da würde ich hier draufklicken, aber müsst ihr hier draufklicken und erstmal hier bei diesem blauen Pfeil das so ein bisschen bewegen. So, dass das eigentlich ganz nice aussieht. Das macht ihr beim anderen einfach auch. Und bei den beiden ist das auch hier unten so ein Strich, den ihr dann bewegen könnt. So, das sieht ja eigentlich schon etwas besser aus. Ist aber auch noch nicht perfekt, denn jetzt würde ich erstmal hier oben hingehen, zu diesem Strich, und jetzt drückt ihr R. Nachher erscheint hier so ein Kreis, sag ich mal. Den müsst ihr dann auch so ein bisschen bewegen. Ist das so ein bisschen irgendwie so. Das sieht auch schon ein bisschen geiler aus. Ah, der guckt jetzt halt so ein bisschen nach unten. Deswegen will ich den Kopf auch nochmal mit R dann, wenn er drauf geklickt hat, hier so, dass er so zu uns guckt. Und ich verbessere das hier gleich nochmal. Ein bisschen verbessert. Den Arm würde ich jetzt noch hier kurz so ein bisschen machen. So, ich habe das Ganze jetzt so ein bisschen halt gemacht. Immer halt mit R und E so etwas verschieben. Einfach hier unten drauf, dann entweder R, dann macht er so. Oder E, dann wird halt ausgestreckt und so. Ja, das sind so die simplen Sachen. Ja, dann geht ihr einfach nochmal auf den Skin und jetzt könnt ihr halt die Tools hinzufügen. Dafür geht ihr einfach ganz halt runter. Dann steht hier halt Tools. Und ja, da würde ich hier zum Beispiel Sword Left, also linke Hand, und dann geht ihr auf diesen Pfeil, der nach unten zeigt, und gibt zum Beispiel Iron. Dann habt ihr schon ein Eisenschwert. Ich würde das hier nochmal dann ein bisschen nach unten machen, weil dann sieht man das Eisenschwert besser. Und ja, dieses Skull, was hier unten steht,
Es ist halt nur, wie groß das ist. Man könnte es zum Beispiel so riesig machen, aber ich würde es entweder auf 1 oder das 0,75, weil sonst ist es halt viel zu groß. Aber es ist halt euch überlassen. Mit dem Bogen, das könnt ihr hier machen. Da gibt es halt diese verschiedenen Stärken, wie hart der Bogen gerade gespannt ist. Den könnt ihr natürlich dann hiermit auch größer machen. Aber ich will jetzt, glaube ich, einen Skin ohne Bogen. Deswegen mache ich das einfach mal auf. Und ja, ich finde, das sieht jetzt schon mal ganz nice aus. Ich mache das, glaube ich, auch auf 1. Und ja, sieht ja eigentlich ganz nach schon sehr gut aus. Was ich aber noch machen könnte, ist, wenn ihr nochmal ganz nach oben geht, hier über dieser Leiste, steht hier Cape. Da würde ich einfach mal hier so einen Haken machen. Da erscheint hier so ein Cape. Ist auch ganz nice. Und dann können wir das eigentlich auch schon rendern. Da seht ihr hier oben dieses Renderzeichen hier, Render to Picture Viewer. Da klickt ihr einfach drauf. Und dann fängt es auch schon zu rendern. Das dauert ein bisschen. Je nachdem, wie gut euer PC ist, so lange dauert das halt. Das hat nichts mit eurem Internet zu tun oder so. Deswegen müssen wir jetzt halt ein bisschen warten. So, wenn das fertig gerendert ist, das seht ihr halt dann, wenn hier euer Skin dann vollständig da ist, dann geht ihr hier unten rechts, hier rechts halt auf dieses Teil drauf, macht Rechtsklick, Save As, okay, auf dem Desktop, ich nenne es jetzt einfach mal Skin Render Tutorial, auf dem Desktop, speichern, dann macht ihr das runter. Und dann ist hier auch schon euer fertiger Render. Ich mache das hier mal kurz runter. Und dann ist hier auch schon euer fertiger Render. Wenn wir den jetzt öffnen, dann seht ihr halt, dass das hier im Hintergrund transparent ist, beziehungsweise unsichtbar. Das heißt, dass ihr könnt es auf jedes beliebige Bild packen. Und ja, schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, ob ich noch mehr Tutorials zu diesem Thema bringen soll, wie ihr zum Beispiel Minecraft, Banner, Thumbnails, Profilbilder und so machen könnt. Ja, das sind jetzt also die simplen Sachen für die Einsteiger. Es gibt da noch viel kompliziertere Sachen, andere Rigs, die Skins noch mehr verändern und so. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao.